Auch meinerseits ein herzliches Grüß Gott hier nach Ravensburg-Weingarten. Wir reden heute über die Wärmeversorgung der Zukunft, über diverse Heizsysteme und das in Abhängigkeit der Bestandsgebäude und des Wärmebedarfs der einzelnen Gebäude, so wie auch unter Berücksichtigung der jeweiligen Heizflächen. Hierbei spielt bei uns die Vorlauftemperatur eine wesentliche Rolle. Wir werden über Wärmepumpen reden. Sie haben es sicher schon gehört. Die Wärmepumpe kann nicht jede Temperatur, die Sie in Ihrem Gebäude möglicherweise brauchen. Das heißt, nicht jede Heizung passt in jedes Gebäude. Die Möglichkeiten, die zeige ich Ihnen die nächsten Minuten auf. Wir haben Ansprüche an unsere Wärmeversorgung, an unsere Wärmeerzeugung. Wir reden über Dekarbonisierung. Wir wollen CO2-neutral heizen. Wir haben natürlich Gesetze, das GEG kennen Sie auch, haben Sie schon gehört, das Gebäudeenergiegesetz. Diese Dinge müssen eingehalten werden und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Abhängig immer und im Wesentlichen ist entscheidend die Gebäudestruktur. Sie sehen es ganz links im Bild, das sind Gebäude noch aus den 70er Jahren. Sie sehen an den roten Balken, wie viel Wärme wir in den 70er Jahren gebraucht haben. Das waren noch 200 Watt pro Quadratmeter und das ging dann bis nach rechts, dem kleinen Balken, da sehen Sie das Passivhaus, wo wir nur 15 Watt oder 20 Watt pro Quadratmeter noch brauchen. Diese Gebäudestruktur haben wir, die können wir auch nicht von jetzt auf gleich verändern und dafür brauchen wir die richtige Heizung. Das ganz Wesentliche an dieser Folie und vielleicht auch, damit wir die Zusammenhänge nachher erkennen, das ist die obere rote Linie, nämlich die Vorlauftemperatur, die Sie in Ihrem Gebäude brauchen, um im Winter Ihre Heizflächen warm zu bekommen. Und da sehen Sie auch von links nach rechts aus den 70er Jahren, wo wir noch über Vorlauftemperaturen gesprochen haben, benötigte Vorlauftemperaturen von 90, 80, 75 Grad Celsius. So liegen wir heute natürlich im Neubau, im Passivhausbereich, da gerade mal nach dieser Linie bei 45 Grad, 40, eine Fußbodenheizung können Sie auch mit 35 Grad betreiben. Und diese Vorlauftemperaturen und die daraus sich ergebenden Möglichkeiten müssen wir bei der neuen Heizzentrale berücksichtigen. In diesem Foto sehen Sie mal das Verhältnis. Wir wollen einen Raum beheizen. Wir wollen einen Raum auf 20 Grad, auf 19 Grad erwärmen. Und dazu brauchen wir eine Heizfläche, hier gezeichnet, zwei Heizkörper. Und Sie sehen jetzt schon, wenn Sie sich die Heizfläche im Verhältnis zu dem großen Raum vorstellen, wir haben eine kleine Heizfläche bei den Heizkörpern. Das heißt, um die Wärme an den Raum übertragen zu können, brauchen wir relativ hohe Vorlauftemperaturen. Das war das, was Sie in der roten Linie gesehen haben, diesen Bereich oben mit 70 Grad Vorlauftemperatur. Das sind so diese Heizungen und diese Vorlauftemperaturen, die wir hier brauchen. Ich habe hier in den gleichen Raum um den Fußboden jetzt mal eine blaue Linie gezogen. Das wäre beispielsweise die Flächenheizung. Wenn ich eine Fußbodenheizung hätte, also nicht Heizkörper und Fußbodenheizung, sondern einfach anstatt der Heizkörper die Fußbodenheizung hätte. Und Sie sehen jetzt schon, dass wir eine bedeutend größere Heizfläche haben wie bei den Heizkörpern. Das bedeutet, wir können bei solchen Systemen mit deutlich niedrigeren niedrigeren Vorlauftemperaturen fahren. Und das ist ein wesentlicher Punkt für das erste Heizsystem, was ich Ihnen vorstellen möchte, die Wärmepumpe, die eine große Rolle spielen wird in Zukunft. Und möchte ich kurz erklären, weshalb eine Wärmepumpe so effizient ist, wie sie eben ist. Das hängt davon ab oder hängt damit zusammen, dass wir hier mit Verdampfungs- und mit Kondensationswärme arbeiten. Das heißt, wir haben, Sie stellen sich das einmal vor, Sie stellen einen Topf mit Wasser auf die Herdplatte und wollen jetzt einen Liter Wasser verdampfen. Dazu brauchen Sie eine Menge Energie. Dazu brauchen Sie sehr viel Energie.
Und wenn Sie es jetzt schaffen würden, also diese Energie, die man da braucht, nennen wir Verdampfungswärme, und wenn Sie es jetzt schaffen würden, diesen Dampf wieder in den Topf zu kriegen, das heißt zurück zu kondensieren, was natürlich nicht geht, aber wenn Sie das schaffen würden, dann würden Sie die gleiche Wärmemenge wieder zurückbekommen, nämlich als Kondensationswärme. Das kann man eins zu eins übertragen, und nicht anders schafft eine Wärmepumpe. Nur dass wir in der Wärmepumpe dieses System jetzt gebunden haben in einem geschlossenen System, was Sie im Topf nicht schaffen, das Zurückkondensieren, das schaffen wir hier bei der Wärmepumpe. Das heißt, es wird auf der linken Seite die Wärmequelle, unsere Quellwärme, wenn wir so sagen wollen, das kann Luft sein, das kann Wasser sein, das kann die Erdwärme sein, holen wir die Wärme raus in dieser Wärmepumpe, verdampfen die nehmen diese Verdampfungswärme aus dieser Umgebung heraus, dann komprimieren wir es noch, da ist ein kleiner Kompressor drin, der dann das Kältemittel dann noch verdichtet. Das ist im Grunde der Kompressor auch der Stromanteil, was die Wärmepumpe braucht. Die Wärmepumpe braucht Strom, um diesen Prozess auszuführen. Und dann kommen wir auf Ihre Heizungsseite, auf die Abgabeseite, wenn Sie so wollen, auf die Abgabeseite der Wärmepumpe, und dort kondensieren wir diese Flüssigkeit wieder, diesen Dampf wieder kondensieren wir, und damit bekommen Sie diese eben angesprochene Kondensationswärme wieder zurück und können die an Ihr Heizsystem abgeben. Das ist so ein Kreislauf, ein geschlossener Kreislauf. Wir haben ein ständiges Verdampfen und Kondensieren, wie gesagt, mit Hilfe dieses Kompressors noch dazwischen verdichtet, und so funktioniert eine Wärmepumpe, und mit diesem Ablauf können wir mit einer Wärmepumpe aus einem Kilowatt Strom zum Beispiel 3 Kilowatt Wärme erzeugen, oder wenn wir günstige Faktoren haben, bis zu 4 oder fast 5 Kilowatt Wärme erzeugen mit einem Kilowatt Strom unter bestimmten Voraussetzungen, auf die ich jetzt noch im Detail zu sprechen komme. Wir haben bei Wärmepumpen einen minimierten CO2-Ausstoß, dann natürlich nur dann, wenn wir mit erneuerbaren Energien die Wärmepumpe versorgen. Wir haben eine sehr hohe Zuverlässigkeit bei solchen Wärmepumpen, die werden natürlich auch gefördert. Es gibt aber auch eben die Negativpunkte. Sie sind nicht in allen Gebäuden geeignet. Sie kennen ja die Aussage, Wärmepumpe ja, aber nicht für Altbauten. Dazu gibt es eine schöne Untersuchung des Fraunhofer-Instituts, die da sagen, so aufgrund ihrer Ermittlungen, die Wärmepumpe passt in etwa 70% der Altbauten. Da können wir die Wärmepumpe einsetzen. Mit den anderen 30%, da müssen wir dann noch irgendwas oben drauflegen. Eine weitere sicher interessante und auch zukunftsträchtige Wärmequelle, das ist die Fernwärme. Die Fernwärmeversorgung wurde schon angesprochen. Teile in Ravensburg sind schon Fernwärme versorgt. Es gibt Planungen, das Netz auszuweiten. Hier einmal nur erklärt, wie funktioniert die Fernwärme, wo kommt sie denn her? Wir haben irgendwo ein Heizwerk stehen oder eine Heizzentrale, die Wärme erzeugt. Das kann unter Umständen die Tiefengeothermie sein. Das ist natürlich die schönste und beste Wärme, weil hier sind wir wirklich im CO2-neutralen Bereich. Wir holen wirklich heißes Wasser aus der Erde heraus. Gleichermaßen CO2-neutral ist die Solarthermie, wenn es also Großflächensolaranlagen gibt, an solche Heizzentralen gekoppelt. Auch hier wird die Wärme in diesen Heizzentralen erzeugt. Es gibt auch die Nutzung von Abwärme. Wir haben hier in Ravensburg ja da ein schönes Beispiel, die Firma Omira, die Wärme im Grunde als Prozessabfall heute wegschmeißt. Sowas kann man nutzen, solche Abwärmenutzungen, das gibt es aus dem industriellen Bereich, und man arbeitet dann diese Abfall oder diesen Prozessabfall, diese Abfallwärme arbeitet man dann hoch auf höhere Temperaturen mit Wärmepumpen, oder man kann auch
in der Heizzentrale mit Holz, Hackschnitzel oder Pellet als Spitzenlast hier noch Temperatur dazugeben, um die benötigten Vorlauftemperaturen, die ich schon erwähnte, zu erreichen. Man wird auch an der einen oder anderen Stelle auch noch einen Gaskessel dazu brauchen. Da reden wir heute über Biomethan. Also das ist ein Gas, was eben biologisch aus einem Gärprozess hergestellt wird. Dann gibt es gasbetriebene Blockheizkraftwerke, die einfach nicht nur heizen, sondern eben heizen und auch Strom erzeugen. Das sind natürlich schöne Bausteine, die wir in einem solchen Heizwerk noch finden. Und last but not least gibt es auch den Wasserstoff, der uns aber in der Heiztechnik erstmal eine untergeordnete Rolle spielt. Jetzt, wenn wir die Wärme erzeugt haben in der Heizzentrale, dann wird die verteilt über ein Verteilnetz. Es werden also Erdleitungen in die Erde gegraben. So sieht das dann aus. Das wird's dann, in diesem Stadium wird's dann in der Stadt mal so ein bisschen ungemütlich. Wenn überall die Städte, die Straßen aufgegraben werden, wird's kurzfristig mal ungemütlich. Aber Sie sehen hier, dann werden gut gedämmte, isolierte Leitungen in den Straßen, in den Gehwegen eingebettet, und durch die fließt dann die in der Heizzentrale erzeugte Wärme zu Ihnen ins Gebäude, was dann im Grunde so aussehen kann, dass Sie einen Fernwärmeanschluss haben. Das heißt, diese Stichleitung geht zu Ihrem Gebäude bis zur Kellerwand, dort gibt es eine Durchführung. Und dort kommt die Fernwärme mit den Leitungen rein, wird dann angeschlossen an eine Fernwärmeübergabestation. Dazu erzähle ich dann im zweiten Block noch etwas detailliertere technische Details. Wir haben in der Heizzentrale in Ihrem Heizraum dann einen Speicher, und wir haben Ihre Heizkreise, sprich für Radiatoren oder Fußbodenheizung, welche Systeme Sie auch immer haben. Der große Vorteil bei der Fernwärme ist natürlich neben der Erzeugung, wenn sie denn aus Tiefengeothermie kommt, dass wir hohe Vorlauftemperaturen fahren können. Also Sie können jeden Altbau, jedes bestehende System an die Fernwärme anschließen, ohne nachheizen zu müssen. Die Fernwärme passt also wirklich in jedes Gebäude. Wir haben eine hohe Zuverlässigkeit, weil wir relativ einfach funktionierende Bauteile da drin haben und so problemlos heizen können. Der Ordnung halber ein Holzkessel hier noch mit drin. Ja, die gibt's auch noch. Wir haben aber natürlich, Holz ist ein nachwachsender biogener Brennstoff. Man kennt das als Zentralheizungskessel, auch als Einzelfeuerungsanlagen, Kamin und Einzelöfen. Wir müssen aber sehen, beim Holz haben wir natürlich, der Brennstoff Holz erzeugt bei der Verbrennung klimaschädliche Gase. Wir haben in Ballungsräumen dann auch eine schlechte Luftqualität. Das ist also nicht die Heizungstechnik, auf die wir bauen können. Vor allem müssen wir sehen, die Verbrennung von Holz ist nicht klimaneutral, auch wenn vielleicht gelegentlich schon was anderes behauptet wurde. Denn wo ich einfach Abgase habe, wo ich Rauch habe, habe ich auch Emissionen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich immer die Verglasung der Dachflächen hier als Solarthermie. Also wir erzeugen heißes Wasser, die Sonne erzeugt heißes Wasser in einem Kollektor und fördert diese Wärme dann hier in einen Speicher. Und aus diesem Speicher können Sie dann wiederum Ihre Hausheizung und Ihr Trinkwasser bereiten, also das Wasser zum Duschen und so weiter. Können wir hieraus bereiten. Wir sind bei der Solarthermie einfach abhängig von der Tages- und Jahreszeit. Wir sind wetterabhängig, sie ist nicht immer verfügbar, wenn die Sonne scheint, aber ganz toll. Sie kann nur ergänzend zu anderen Systemen sein. Die Photovoltaik gibt's natürlich zur Erzeugung von Strom, das kennen Sie alle schon. In der Heizung kann die Photovoltaik dann eine Rolle spielen, wenn wir jetzt aus dem übrigen Strom, den wir erzeugen auf unserem Dach und im Moment aber nicht abnehmen im Stromnetz, daraus wiederum Wasser zu machen, entweder über
einen Elektroheizstab oder dann über eine PV-betriebene Wärmepumpe. Also so kann auch eine Photovoltaikanlage zur Heizung schlussendlich beitragen. Biogas, Biomethan habe ich schon erklärt. Das ist ein Gärprodukt aus Energiepflanzen, Bioabfall und Gülle. Also darauf wollen wir nicht bauen. Aber es gibt ja, Sie erinnern sich, 70% der Altbauten können mit Wärmepumpe gedeckelt werden. Wir brauchen auch eine Lösung für die anderen 30%. Und da kann so ein Biomethan-Heizkessel on top, also quasi als Hybridheizung, für die Tage, wo die Wärmepumpe nicht wirtschaftlich arbeiten kann oder die Vorlauftemperatur, die benötigte, nicht erzeugen kann, kann so ein Biomethankessel ergänzt werden. Ich habe schon die rote Karte gesehen. Den Wasserstoff, den klammern wir hier aus, nicht nur aufgrund der jetzt drängenden Zeit, sondern da sind wir zum Verheizen, reden wir noch nicht über den Wasserstoff. Da gibt es andere Anwendungen in der Mobilität, im Flugverkehr, im Lkw-Betrieb, Zugverkehr, wie auch immer, wo das Sinn machen kann, in der Beheizung zunächst erstmal gar nicht. Ich habe mich an die Zeit gehalten. Herzlichen Dank.